Ja, wir sind ja beim 11. Norwegen-Treffen am Tierparkhotel am Abacus. Und wir wollen jetzt mal ein kleines Filmchen machen und sehen, ob wir euch so ein klein bisschen ein paar Eindrücke übermitteln können. Außenanlage mal zeigen, dann gehen wir mal hin durch das Portal. Zeigen euch drin Lobby, Restaurant und dann oben den Ausstellungsbereich. Vielleicht ist das ja ganz interessant für euch mal. Hier sind wir jetzt in der Lobby. Kleiner süßer Dekreter aus Bronze. Hat auch was. Wissen wir gleich, wo wir sind. Im Tierpark halt. Im Hintergrund haben wir hier, auf dem Bildschirm kann man den ganzen Ataris-Ablauf sich so ein bisschen einsehen. Die Leute, die hier kommen und diese Veranstaltung besuchen, können dann nachlesen, wann ist welcher Vortrag, wann ist die, das Wichtigste für alle, wann beginnt die Tombola. Die sind ja alle ganz scharf auf unsere super Preise hier. Jedes Jahr gibt es einfach Top-Sachen. In der Rehe sind die Hauptpreise. Super tolle Reisegewinne, die hoch in den Norden gehen. Und die sind sehr beliebt da. Hier wird für das Leibische wohl gesorgt. Die Schubküche ist eine Sensation. Kann man zugucken, was die Köche einem zubereiten. Das ist großer Knaller. Alles lecker, seit Jahren heiß begehrt und immer sehr, sehr schmackhaft. So sieht es schon mal dabei aus. So, dann wollen wir mal oben in den Ausstellungsbereich gehen und sehen, ob wir euch noch einen oder anderen Aussteller hier mal vorstellen. Sonnenschwenke ist da oben, da sind ein paar Reise, andere Veranstalter, Kielitz-Leute, wie sie alle helfen, wir gehen mal rum und zeigen euch die alle mal. Hier links oder genau. Machst du gerade einen Co-Moderator oder was? Ja, versuchen wir. Der Junge war aus Magdeburg, ne? Der kommt seit ein paar Jahren zu uns. Und hat sensationelle Klamotten, alle zur Norwegen-Style mit. Los geht's. Jul, hier ist der Stand von dem jungen Herrn hier aus Magdeburg oder aus der Gegend von Magdeburg. Der kommt jedes Jahr zu uns und bringt uns wunderbare Norwegen-Style Klamotten mit. Wie man sieht, denkt man, die sind aus dem Land. Aber heiß begehrt, sie kommen gerne hierher und werden auch immer gut leer gekauft, die Herrschaften. Das stimmt, ja. Das ist eine sehr schöne Veranstaltung hier bei euch. Nettes Publikum, vor allem dem Fachpublikum, die Ahnung haben. Hier sitzen die Eiselis drinnen, wo sie ihre Jigging Master an den Mann bringen wollen. Spitzenklassenrollen, ich habe selber eine fantastische zwischen. Wir gehen mal da rein und gucken uns die ganzen Teile mal an. Das ist genau. Wirklich großes Kino. Na los, hereinspaziert in die gute Stube. Noch überschaubar, eigentlich. In diesem Bereich wird es etwas interessanter. Aber alle Spitzen-Sensationsklamotten, die funktionieren gut, werden gerne gekauft. Also auch in dem Preissegment gibt es genügend Leute, die sich das leisten. Und hier drin werden alle Fragen dazu absolut beantwortet. Ja. Ja, hier drüben auf dieser Seite, hier auf der Seite hier links drüben haben wir den ganzen großen Stand von Dieter Eisele. Hier gibt es alle rund ums Meeresangeln, die ganzen Pilker, Vorfächer, Angeln, Rollen, was das Herz begehrt für die Norwegen-Angelei.
Und das in großer Auswahl und wie immer ziemlich gut sortiert. Jeder wird hier fündig und findet alles, was er braucht. Könnte man hier aber auch. Hallo! Ja, ich bin noch rein. Ja. Okay, oder soll ich noch mal eine Zange holen? Soll ich dir den noch mal zeigen? Ja. Los geht's. Hier hat Angel Jose einen Stand. Das ist ein ziemlich bekannter Angelhändler hier aus Berlin. Ja, einer, der nun wahrscheinlich richtig expandiert, ne? Ja, ach so, ja, der hat ja inzwischen so ja Unternehmen in Potsdam und Neuruppin und seit einem halben Jahr auch in Dresden. Neuruppin und in Dresden, also einer, der wahrscheinlich den Job sehr gut versteht. Richtig. Hier geht auch einiges über den Tisch. Die andere Kasse kann ich aufnehmen, ne? Ja. Danke. Kenne ich selber überhaupt noch gar nicht. Sehe ich heute zum ersten Mal. Ja, relativ neu auf dem Markt, ne? Die Jungs von Captain Lure. Ihr könnt ja selber mal ein bisschen vorstellen. Ja, seit wann gibt's euch? Josef, das ist der Florian. Und ja. Es gibt seit Oktober. Seit Oktober? Ja, relativ frisch, frisch am Markt. Unsere Premiere war in Magdeburg, die Messe. Ja. Und das ist unsere zweite Messe. Man merkt noch ein bisschen leicht unorganisiert, aber es macht trotzdem riesen Spaß hier. Es wird noch alles. Super jugendliche Leute. Ja, passt es. Danke. Ja. Ich glaube, warte mal. Haben wir noch einen Kunden? Die können wir noch toppen. Nee, ist der große. Schon, 24-0er. Dazu kann man Magic-Haken sagen. Hier passen die richtigen Gummifische drauf, wie die großen Butts, riesige Dorsche. Macht bestimmt einen Haufen Spaß. Und man trifft natürlich auch jede Menge alte Freunde. Wa? Ja klar, man muss ja manchmal wählen, ja. Dass ich mich nicht weiter ausgelassen habe, aber meine nee, ich hab mal... Ich habe so noch nicht gesehen. Über ein ganzes Mal länger als Pfeffer, um die Würze rauszuheben. Und das soll das Problem sein. Als Hauptgang haben wir einen Goldbarsch diesmal gekocht. In einer Tomatenblei. Der ist noch nicht ganz fertig. Vorbereitet dazu, der wird gekocht in Suppengrün, Zwiebel geht. Ich habe mal einen noch hier. Ich hoffe, dass ich die meisten Leben rausbekommen habe. Nix Kamera. Der Gebrauchtwarenmarkt hier. Kann jeder, der zu Hause alte Zeug hat, mal herbringen, versuchen noch kostengünstig zu verkaufen. Funktioniert ja in Süd, habe ich selber vor 2 Jahren gemacht. Kann man noch sensationelle Preise erzielen. Hallo Robert, wie läuft die Geschäftsführung? Gummis, die sind weggepackt, hoffentlich. Ja, zwei Gummis. Aber eins, hi Robert! Die vierdimensioniert, was willst du damit?
Motorrad machst du damit klar? Du okay, ich kann den mit 109 Kilo, ich meine, ich bin jetzt 470 Accurate. Also, da kannst du nicht vorsehen. Olle, kannst du noch was sagen? Wieso? Na ja, los, ganz gut. Nee, oder sag mal du, hallo, Robert, das ist gut. Ja, gut besucht heute wieder. Wir freuen uns. Wir haben eine Menge Resonanz, kann man hier mal rechts schauen zu unserer Videopräsentation. Schön ablenken, wa? Ja. Schauen wir, wo gehen hier die Batterien drin. Das ist unser Quality-Killer, unser Naturkühlersystem. Ist jetzt nur ein Schutzschlauch hier hinten drauf. Das ist das Vorfahrtssystem. Manchmal verspottet ein Abschleppseil, aber es hält auf jeden Fall. Und zwar hundertprozentig. Der tote Köderfisch wird hier hinten drauf geschoben mit dem Maul. Mit dem Kabelbinder hier fixiert. Und ist dann hier relativ fest drauf. Hat hier eine gewisse Führung durch die Schrauben. Aber der Schwanz ist halt beweglich hinten. Ja? Und dann werden die Haken eingestochen, einer vorne. Einer im Schwanzbereich, sodass er noch Spiel hat, dass es nicht zu stramm ist. Und dann durch diese Tauchschaufel hier, wenn er halt in der Abdrift läuft, der wird nie gerade auslaufen. Der wird immer ein bisschen nach außen ausbrechen. Und irgendwann kommt er wieder zurück. Und wenn ich ihn dann noch ein bisschen anschicke, dann schwimmt er auch gerne mal im Kreis oder taumelt ein bisschen. Und das mit diesem frischen Seelachs hinten dran, hat sich halt letztes Jahr, ich war vier Monate am Nordkap, war prima gefangen, großer Heilputz. Bis 64 Kilo. Ich habe selber über 40 Kilo 4 Stück gefangen. Alles mit dem System. Nee, gelogen. Einen auch meinem Räuberfavoriten hier. Aber die meisten Fische haben wir halt mit unserem System gefangen hier. Ja. Und ja, ausprobieren lohnt sich auf jeden Fall. Ich sag mal, es ist doch bestimmt nur eine Möglichkeit, mit dem zu schwimmen. Ja. Das sind die Jungs, die uns den Arsch retten, wenn wir mal missbauen und uns überschätzen und bei beschissenem Wetter aufs Wasser rausfahren. Die Jungs retten uns dann im Endeffekt das Leben. Deswegen kriegen die bei uns hier jedes Jahr immer einen wunderschönen Spendencheck mit und hoffen, dass sie auch wirklich da sind, wenn wir sie brauchen. Richtig lecker. Dankeschön. Das ist die Kaltgeräusche. Zum Wohl. Gibt es Angelreisen, auf dich zukommt oder André oder was weiß ich, was? Das ist eine andere Geschichte. Nee, aber es gibt keine, aber André hat die auch. So, wir hatten die Hülle um 17:15 fertig hier? 17:10. 23 Uhr so. Hier noch, 23 noch mal. Bolle, machen wir noch einen kleinen Spruch, dein Hausreiseanbieter, wa? Ja, kann man fast der sagen? Des Vertrauens. Über den jungen Mann oder über die Firma habe ich viele Schwedenreisen gemacht. Meine erste Norwegenreise habe ich hier bei Kinex 04 gebucht. Hin und wieder verewigt man sich natürlich auch da drinnen. Das war vor 2 Jahren in Schweden hier. Sehr das ist noch ganz anders aus. Ja, wie mehr Haare war auf dem Kopf. So, hallo, erstmal Klausi. Ja, hallo. Das erste Mal heute hier offiziell auf dem Norwegen-Treffen stand, ne? Auf der Mittelstand. Und? Sehr zufrieden. Ja. Sehr zufrieden. Aber mal sehen, was die Saison bringt, wa? Auf jeden Fall. Nö, also geht schon ganz gut los. Bis jetzt ein schöner Tag. Ja, was soll ich hier so sagen? Fischgewürze, meine ich. Ich bin leider Gottes kein Koch, aber hier kann man wahrscheinlich alle kriegen, was das, wie sagt man, Fischkochherz begehrt. Vermute ich mal. Ja, das bekommen wir heute. Frank. Das ist der Chef, der kann ja vielleicht dazu mal was sagen hier. Ja. So, zu Gründen haben wir diesmal was vorbereitet, Matjes und Seelachs zum Kosten. Und das wird auch ganz gut angenommen. Na, probier mal ab, Wolle. Wird auch ganz gut angenommen. Und schmeckt?
Das ist für drei Wochen schön gemacht. Die Sachen, die man hier erwärmen kann, kann man selbstverständlich auch in Norwegen benutzen, aber eigentlich ist eher mehr hier der Ausrüster für die Big Gamer Fraktion. Alles, wo es warm ist, wo die Fische 100 PS mehr haben, großes Kino, ich habe das letztes Jahr auf Madagaskar erleben dürfen, hier kriegt man alles dafür und der Olli Schwenke ist der Ansprechpartner. Möchtest du die vorlesen? Kann ich auch übernehmen. Dann lesen wir die Nummer vor. Dann erscheint diese Nummer hier oben auch sichtbar für hinten, falls ich nicht zu verstehen bin. Erscheint die Nummer auf dem Display auf unserer Großbildleinwand. Als erstes kommt eine Blu-ray Mega auf Vega von Pete's Production. Für die Nummer 1854. 1854. Hammer, super, weiter geht's. Stehen alle vor der Tür. So, jetzt haben wir ein Pilka-Paket. Warte mal, das ist das hier. Von Defu Pilka. Das erste Mal hier bei uns. Ich hoffe, es hat euch gefallen, Jungs.